Hallo liebe Eisbären-Fans, der einzige Torschütze des heutigen Abends steht neben mir, Laurin Braun. Lolle, wie groß ist die Enttäuschung nach dem Ausscheiden? Ja, sehr groß. Ich glaube, wir waren halt mal wieder eigentlich da dran und dann auch besser und dann eigentlich eher das 2-0 bei uns als das 1-1 bei denen. Und naja, dann passiert es halt und dann ist halt dann am Pech mit der Überzahl von denen und dann, ja, dann war es dann wohl passiert, ja. Ihr habt gerade auch im zweiten Drittel unheimlich viel Druck gemacht, aber das 2-0 wollte einfach nicht rein. War es Danny aus den Birken, der so stark war? Bestimmt hat er gut gehalten und ja, war bestimmt einer der besten Männer mit bei denen, aber vielleicht war das einfach das Glück nicht ganz bei uns da. Und wenn das 2-0 fällt, sieht es anders da aus, aber ist nicht gefallen und ja, so müssen wir jetzt klarkommen mit. Ich glaube ja immer, dass manche Sachen sich ausgleichen. Wir hatten gerade auch in den Verlängerungen gegen Mannheim ziemlich viel Glück. Glaubst du, dass das jetzt ein bisschen Pech war und sich das so ausgeglichen hat? Ach, glaub nicht. Ich glaube nicht. Die Leistung hat gestimmt. Wir haben das alles wirklich gut gemacht. Und auch die Spiele jetzt, die 5 Stück, die waren echt gut. Und Lob an die Mannschaft. Aber hat dann halt nicht gereicht. Und ja, jetzt ist halt so. Du hattest einen schweren Zusammenprall irgendwie mit dem Pinizzotto vorm Tor. Ist da irgendwie die Szene, was war da passiert? Ich glaube, er guckt auf die Scheibe, wie sie rausgeht. Ich gucke auch auf die Scheibe und der kommt von links, ich von rechts und sehen halt nicht wirklich. Und dann ist halt schon passiert, aber mir geht's gut. Ich glaube, ihm auch und das ist alles in Ordnung. Lolle, vielen Dank für diese Saison, vor allem für die Playoffs und Kopf hoch. Ja, danke, bitte. Liebe Eisbären-Fans, das war Laurin Braun, der Torschütze zum 1-0 im heutigen Spiel in der 14. Spielminute. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.